Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch präsentieren. Wir haben wieder, ja, 4 Wochen rum. Diese 4 Wochen waren ein wenig interessanter, würde ich mal behaupten, denn in diesem 4-Wochen-Zeitraum ist am Anfang 9.1 quasi gelauncht worden und dort gab es ja wieder das ein oder andere am Goldmaking. Ich habe ein bisschen was investiert, ich kann es euch gleich auf der Tabelle zeigen, so um die 37, 38 Millionen Gold habe ich investiert und wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, ob ich Plus gemacht habe oder ob ich Minus gemacht habe. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein. Hier haben wir einmal die Tabelle, die wir schon weitergeführt haben. Wir waren vor insgesamt 4 Wochen auf 59.959.000 Gold auf beiden Accounts zusammen. Also einfach das hier zusammengerechnet. Und jetzt habe ich schon gerechnet, dass ich noch ein Gold rumliegen habe. Auf dem einen Account 2,3 und auf dem anderen 20,3 Millionen, also zusammen 22,6 Millionen. Dann habe ich vor 9.1 Mats gekauft. Und zwar, jetzt lernt ihr mal, was ihr nicht machen solltet. Ich habe Hornbike gekauft, und zwar der schwere Hornbike. Was war meine Spekulation? Ich habe spekuliert, dass der schwere Hornbike im Preis steigen wird, denn bis jetzt war es eigentlich immer so, dass wenn Fliegen rauskam und man wieder neue Sachen gelernt hat, dass eigentlich prinzipiell Kräuter günstiger wären, Erze günstiger wären, weil du sie abflattern kannst, aber meistens kosten Ledersachen mehr, weil das Fliegen bringt dir fürs Lederzeug nicht. Was habe ich nicht berechnet? Dass es auf Corfair halt fucking Lederspots gibt, die einfach Leder regnen lassen. Es verschiedene Mount-Event-Sachen gibt, wo man halt Eier farmen muss bei Mobs, die man halt kirschen kann. Dann gibt es Gruppen, die killen Mobs, die man instant wieder spawnen in riesen Packs und dann kann man einfach kirschen ohne Ende. Also es ist einfach ein Kirschner-Paradies gewesen. 9.1, das hatte ich tatsächlich nicht einberechnet. Ich habe investiert und bin, ich würde mal sagen, auf die Schnauze gefallen. Ich kann euch mal was zeigen. Also, wir sind jetzt hier auf meinem zweiten Account. Ich habe mit meinem Hexer, ihr seht, hier ist ein bisschen Hornbike, ne? Also wir haben ein schwerer Hornbike. Ich habe in der Tasche oder im Tasche und Briefkasten und Bank rumliegen 15.230 Hornbike und ich hier, also schweren Hornbike und auch noch, ich habe auch nochmal 12.000, ich glaube ich hatte auch 15.000 normalen Hornbike, ein bisschen was habe ich von meinem Main schon rübergeschickt und selber verwendet. So, heißt ich habe hier Hornbike, das ist im Inventar, ich habe mit dem Chao auch auf der Bank noch komplett Hornbike voll, weil der schon gar keinen Platz mehr hatte, habe ich für 9 Millionen Gold habe ich Hornbike eingekauft, ne? Und zwar habe ich den Hornbike eingekauft vor 9.1 und da habe ich ihn eingekauft zwischen 400 und 600 Gold habe ich den eingekauft. Ich dachte, der Hornbike wird steigen, wie am Anfang von der Expansion, auf, I don't know, 700, 800 Gold, 1000 Gold, so mit sowas habe ich gerechnet. So, jetzt überlegt mal oder jetzt zeige ich euch mal, wo der Hornbike jetzt ist. Bei 376 Gold. Klar, das sind hier nur ein paar, ne? Aber für viel über 400 wirst du ihn halt im Moment leider nicht los. So, jetzt habe ich davon halt 15.000 schwere und nochmal 12.000, 13.000 kleine. Also, natürlich ist das Gold nicht weg, ja, aber ich habe da auf jeden Fall einen Verlust mitgemacht. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Wenn dann, ich warte einfach und hoffe, dass die Preise wieder hochgehen, was ich wahrscheinlich jetzt machen werde. Ich habe da schon so ein bisschen Gedöns im Hintergrund, warum es vielleicht steigen könnte. Mehr Leute werden jetzt in Corfair nicht mehr diesen Eckfarm machen, dann müssen die Kirschner quasi alleine die Mobs töten. Dann ist es nicht mehr so effektiv für die und dann könnte vielleicht der Preis wieder steigen, hoffe ich zumindest. Ich warte jetzt einfach mal mit meinem Zeug ab. Ich brauche die 8, 9 Millionen nicht unbedingt. So, das ist das Erste, wo wir hier investiert haben und das war ein Desaster ohne Ende. Das war so ein richtiges Desaster. So, wir kommen von Desaster Nummer 1 zu Desaster Nummer 2. Und zwar, das war keine Investition, sondern halt, verschenkte Möglichkeit. Also, ihr seht, ich habe hier ein paar Runen. Und zwar habe ich auf dem Twink 700 irgendwas Runen und die hatte ich vor 9.1. Und ich habe jetzt gedacht, okay, 9.1 kommt raus. Alle Leute werden wieder schön in den Raid rennen und eventuell diese Runen benutzen. Ne? Das war die Planung. Prinzipiell ein sinniger Ansatz, würde ich mal behaupten. Das Problem an der Geschichte ist, mit 9.1 gibt es über den Missionstisch jetzt so viele Missionen, wo man diese Runen kriegt.
dass die im Preis eingestürzt sind. Die waren vor 9.1 bei 400, 500, 600 Gold, je nachdem, so ein bisschen geschwankt, ne? Jetzt sind diese blöden Runen runter auf unter 200 Gold pro Rune. Hätte ich das halt lieber mal davor verkauft. Gut, das ist jetzt nicht der große Loss, ne? Das sind jetzt 7, auf den anderen Char habe ich auch noch ein paar. Sagen wir mal, ich habe 800 Runen, ne? Ich hätte die davor im günstigsten Fall vielleicht für 400 Gold pro Rune verkaufen können, 230.000, ne? Jetzt sind die halt nicht mal mehr die Hälfte wert. Gut, das habe ich nicht gekauft, die habe ich halt nebenbei über die Dinger bekommen. Aber das war halt auch schon wieder eine dumme Entscheidung, weil ich bin zwar von dem richtigen Ding ausgegangen, ich glaube, es werden jetzt mehr Runen genutzt als davor, aber du hast jetzt halt auch viel mehr Quellen und dementsprechend sind sie runter. Da habe ich halt keinen ordentlichen Research quasi betrieben bei den beiden Sachen. Naja, also das lief schon mal nicht so gut. So, jetzt schauen wir mal, wo das andere Gold hin ist. Und zwar, warte mal, wir können ja mal hier gucken, also wenn wir das zusammenzählen, dann haben wir 31 Millionen, dann fehlen aber trotzdem noch, ja, 29, ne? Relativ easy, knappe 29 Mille. Die habe ich investiert und zwar, ich hoffe, dass die jetzt die Miese wieder rausholen, ja? Und zwar, in was habe ich die investiert? Ich habe mit meinem Lederchar, habe ich die Legendaries, kann ich ja bauen, ne? Ich kann ja alle Legendaries auf jedem Rang bauen, weil ich ja hier die Essenz habe, also das Rudiment, damit kann man quasi Legendary-Teile upgraden. Und dementsprechend kann ich halt alle Ketten-Legendaries auf Rang 4 und 5 herstellen, alle Leder-Legendaries und ich kann auch tatsächlich alle Platten-Legendaries herstellen. Zusätzlich habe ich auch noch hier mit Handwerksmal 3 dann die Sachen hier aufgewertet auf 200er Item-Level. Also hiermit kann man es auf 200er Item-Level upgraden. Und dann gibt es noch dieses Handwerks, Mal des Handwerkers der angekettenden Inseln. Damit kann man das ganze Zeug quasi upgraden auf 232. Genau, also diese Sachen habe ich verkauft. Zusätzlich hätte ich noch machen können mit meinem Twink hier, der ja Stoffchar ist. Aber tatsächlich bin ich nicht dazu gekommen, dass ich hier den Ruf noch hochballer bzw. die Kampagne mache. Dann hätte ich auch noch die Stoffsachen verkaufen können. Aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne? Also ich habe jetzt nur auf den Main konzentriert. So. Jetzt haben wir hier ein paar Sachen im Postkasten drin. Und ihr seht, wir haben 1055 Mails hier drin. Also hier liegt ein bisschen Gold und ihr seht, die Legendary-Sachen, mittlerweile sind sie ein bisschen runtergegangen, jetzt sind sie nur noch bei 137k, 140k. Am Anfang habe ich die Sachen für 200k verkauft, ne? Und ich hoffe, dass das jetzt zumindest meine Ausgaben soweit deckt. Zusätzlich habe ich natürlich jetzt auch einen Haufen Warenwert drin. Wenn wir jetzt mal kurz reingucken, meine Auktionen. Ich habe im Moment die ganzen Legendaries drin und ich habe im Moment die ganzen blauen Sachen drin. Seht ihr das? Hier, also ich habe alle Craft-Sachen drin, alle Legendaries. Und hier sind tatsächlich keine Items drin mit Mondpreisen. Was meine ich mit Mondpreisen? Es gibt ja so das ein oder andere Transmog-Item, was dann halt mal für, weiß ich nicht, was du dann halt mal für 2 Millionen reinstellst, obwohl es halt einfach gar nichts wert ist. Es hat sonst nichts drin, ne? Also das sind halt wirklich alles reale Preise, die weggehen. Ihr seht, das sind die blauen Sachen habe ich für 2000 drin und die anderen jetzt auch nicht so sonderlich viel. Und das ist immer relativ weit unten. Also ich habe hier einen Warenwert von 14 Millionen drin, der tatsächlich auch diese 14 Millionen tatsächlich wert ist. Ja? Das zum einen. Und bei meinem Monk habe ich noch die ganzen loweren Teile drin. Also Legendaries Rang 1 bis 4 verkaufen mit dem Monk und beim Main habe ich halt die 5 und 6 Legendaries drin. Ich werde es, glaube ich, jetzt bald auch alles auf den Monk wieder switchen, aber am Anfang waren da einfach, also die Fluktuation bei den Preisen war so groß, dass ich das mit dem Main machen wollte und nicht auf dem Twin quasi, wo ich halt dann seltener bin. Hier habe ich auch nochmal knappe 2 Millionen drin. Ihr seht, die Rang 1 bis 4 sind ein bisschen weniger wert, aber tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, ich verkaufe mehr Rang 4 Legendaries als vor dem Patch, weil halt viele auch ihr Legendary switchen, noch nicht die neue Material hier haben, also Soul Cinder, und dementsprechend gehen da auch ein paar weg. Also jetzt zwar nicht extrem viele, aber zumindest schon ein bisschen was. Und die Preise sind auch tatsächlich von den Dingern ein bisschen angehoben. Hier haben wir auch nämlich ein wenig an Gold drin. Wir können eigentlich mal anfangen, dass wir, seht ihr, der läuft auf dem Zahnfleisch, ne? Also hier, der hat noch 7000 Gold und der hat noch 51. Ich musste das Gold von meinen Goldchars immer rüberschicken. Ich habe ja mehrere Chars mit Goldcap gehabt, wo ich Gold zwischengelagert habe, weil ich einfach im Cap war. Aber mittlerweile, ne, sieht es da ein bisschen schlechter aus. So, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal den ersten hier auf bei meinem Monk. Da habe ich jetzt, wie gesagt, einfach nur die
Rang 1 bis Rang, Rang 4 Sachen verkauft. Ne? Hier auf der ersten Seite haben wir jetzt schon mal 3,2 Millionen. Mal gucken, ob wir, was wir da noch so rausziehen. Ihr seht, manche Legendaries hier für 71k, 82k, 54k, das sind Rang 4 Sachen, 75k. Die Herstellkosten sind maximal bei den teuersten Sachen, maximal 40k bei den teuersten Sachen. Ne? Weil hier brauche ich kein Rudiment. Also wenn ich da ein Item für über 50k verkauft habe, dann habe ich da ordentliche Gewinne gemacht. Ne? Ihr seht, die letzten Teile, die waren eher teurer als die am Anfang, weil irgendwie die meisten dann auf die neuen Markets sind und diese Sachen hier quasi so halb ignoriert haben, würde ich mal sagen. Ihr seht, das war schon kurz vorm Auslaufen, das Ganze. Und was haben wir jetzt hier rausgezogen? 7 Millionen haben wir jetzt hier rausgezogen an quasi den alten, in Anführungszeichen, alten Legendaries. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Okay, haben wir da schon mal einen ganz guten, ein ganz gutes Stück quasi wieder gut gemacht. Jetzt logge ich schon mal um hier. Deswegen habe ich den als erstes aufgemacht. Denn ich verkaufe ja auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe ja noch einen Char, wo ich halt allen möglichen Mist verkaufe. Und zwar ist das der Twink. Mit dem loggen wir jetzt mal nebenbei ein. Und jetzt schauen wir mal, kommen wir mal zu den großen Geschichten. Und zwar hier zu meinem Main Char. Jetzt machen wir das mal zu. Schauen wir auch mal, dass wir den Chat hier aufmachen. Das mal groß, dann können wir mal gucken. Also hier habe ich, wie gesagt, 1055 Verkäufe und ja, auf der ersten Seite 3,5 Millionen. Mal gucken, was da so drin ist. Aber hier sind halt auch viele Sachen für 2000 drin, weil das die blauen Sachen sind. Ne? Also die blauen Gedönse, 200, 230 und dann halt die Legendaries. Ne? Jetzt gucken wir mal. Ja, dann, was haben wir hier an Gold? 51k. Also ich denke mal, das Cap werden wir auf jeden Fall voll kriegen. Ich hoffe, dass wir Minimum 2 Caps rausziehen. Mal schauen. Können wir mal so nebenbei gucken, ob irgendwas krass Teures dabei ist. Hier jetzt gegen Ende, sage ich euch, merkst du schon die Konkurrenz. Ne? Also hier habe ich noch einen Legendary für 171k, zum Beispiel 151. Die meisten gehen jetzt langsam runter auf eher 130k, aber das liegt auch daran, da die Courtier-Kristalle ein bisschen günstiger werden. Ne? Also die waren am Anfang, also gut, ganz am Anfang, als 9.1 rauskam, da waren die ja teilweise für 10k drin, aber das, also ne, wer da gekauft hat, ist selber schuld. Seht ihr, hier habe ich die Sachen für 200k, 190, 189, also hier waren die noch teurer. Da waren auch die Gewinnspannen höher, aber wie gesagt, die Courtier-Kristalle habe ich da noch für 3k gekauft. Im Schnitt, ne? Und dann hast du allein 120.000 Gold für die Courtier-Kristalle, dann brauchst du noch mehr, um dieses Upgrade-Teil zu bauen, dann musst du das normale Ding auch bauen. Dann waren auch die Herstellkosten mal schnell bei 160.000 Gold, ne? Wenn du noch 180, 190 verkauft hast, war es natürlich trotzdem noch ein guter Gewinn, aber das muss man natürlich schon noch mit einberechnen. So, jetzt haben wir noch 734 Items drin. Und ja, jetzt würde ich sagen, oh, ich habe hier die Sachen hergestellt und nicht in Sage gesteckt, das merke ich gerade. Jetzt muss ich irgendwie Gold zwischenlagern. Jetzt bin ich überlegen, wir haben nämlich jetzt einmal Cap. Aber das ist gut, wir haben jetzt 300 Sachen aufgemacht und schon Cap, also vielleicht bin ich doch im positiven Bereich. Jetzt muss ich bloß schnell gucken hier bei dem Twink, auf wem ich was zwischenlagern kann. Wo habe ich denn keinen Gold-Cap? Also bei meinem Hexer kann ich es nicht machen, weil bei dem will ich ja langsam den Hornbike verkaufen. Da müssen wir mal gucken. Ich kann mal dem Amundila, dem kann ich mal Goldcap rüberschicken. Ja, machen wir das mal so. Das darf ich mich bloß nicht vertippen, ne? Ach, halt, das wollte ich nicht aufmachen. Das ist die Goldliste. So. Okay, der ist zwischengespeichert, das wird schon der richtige Char sein, sonst kriegt jetzt halt irgendjemand... Halt, nee, ganz Gold Cap kann ich nicht schicken, der hatte ja noch irgendwie... Dann schicken wir dem 900... Wie viel hat denn der? Irgendwie 40k hatte der noch, ne? Oder? Jetzt schauen wir mal. Der Amundila hatte 43k, komm. Dann schicken wir dem mal 950.000 rüber. 9.950.000 Amundila. Ja, das ist der richtige. Okay. Das ist so bitter, ne? Wenn du Goldcap irgendwo zum falschen Char schickst, das wäre
Das wäre schon nicht so nice. Okay, dann machen wir hier weiter, hätte ich gesagt. Schauen wir mal, ob noch ein paar große Fische drin sind. Hier sieht man theoretisch auch, wer was gekauft hat, ne? Kein Datenschutz gibt es hier, ich sag's euch. Es ist halt auch viel Kleinkrimstrams. Hier, schau mal, da habe ich eine Taille für 213k verkauft. Da habe ich ordentlich was verdient, ne? Taille kostet 30k, das Base-Ding. Sagen wir mal, ich habe da noch die Kristalle für 3k gekauft. Dann sind wir bei 150. Das sind einfach über 60.000 Gold Gewinn für das Teil, ne? Das ist natürlich schick. Im Moment sind die Kristalle sogar bei 2k, sogar ein bisschen drunter, ne? Da hast du dann nur noch 80k Kristalle, aber wie gesagt, dann sind halt die Teile auch günstiger drin. Hier sind jetzt leider weniger Legendaries, die ich verkauft habe. Und auf Antonidas ist die Konkurrenz brutal. Hier ist auch nochmal Leder-Ding für 227. So nice, dass da Leute immer so früh ihr Zeug haben wollen und dann greedy werden, ne? Hier unbedingt haben wollen und sich dann die teuren Sachen kaufen. Davon profitiere ich. So, wir haben nochmal Goldcap zusammen. Nochmal ein bisschen über 300 Sachen. Jetzt gucke ich mal. Müssen wir beim nächsten nochmal schauen. Wer hat denn jetzt noch kein Goldcap? Also, der Hexer hat... Auf wen schicke ich denn das jetzt als nächstes? Habe ich das auf den Worry schon? Der hat, glaube ich, Sonderzeichen drin, ne? Nicht, dass ich es verkacke. Ich muss mal schauen, welchen ich auf Max-Level habe, dass ich es eher auf die Chars rüberschicke hier bei den Twinks. Dass ich es dann auch wieder finde. Blöd gesagt. Ja gut, hier der Druid, der hat ja auch nicht mehr so viel Gold. Auf dem könnte ich... Gut, da haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen was drin. Dann machen wir das doch so, dass ich jetzt erstmal auf dem Druid... Was schicke ich da rüber? Schicken wir mal auf dem 8 Millionen rüber. Machen wir das mal so. So, haben wir richtig geschrieben. Der kriegt jetzt mal 8 Millionen. Dann kriegt der... Der hatte, glaube ich, 3, ne? Dann kriegt der hier jetzt halt noch das komplette. Okay. Mal schauen, genau. Dann hat der nochmal 2, der nochmal 8. Den Hexer, den lasse ich bewusst frei, weil der hat ja noch das Hornbike-Desaster, ne? Da muss ich ja noch gucken, dass ich das Hornbike irgendwie... Jetzt tun wir nebenbei bei dem nochmal reloggen, dass ich dann auch richtig sehe, was ich mit dem anderen Zeug noch rausziehe, aber das wird keine Millionen sein. Also mit sicher nicht. Ja, ich könnte zur Sicherheit, hier im Stream wird es gerade geschrieben, im Battle.net Gegenstand mitschicken, aber eigentlich tut mir TSM das Sagen, wenn ich es an einem Char schicke, der nicht von mir ist. Also, das klappt eigentlich schon ganz zuverlässig. So, dann gucken wir jetzt mal, jetzt haben wir wieder fast alles weggeschickt, gucken wir mal den Rest noch, ob da noch irgendwas Krasses dabei ist. Hier am Anfang habe ich auch noch die blauen Sachen, teilweise für guten Gewinn, also vor allem die 230er Sachen, habe ich teilweise noch für 30, manchmal habe ich einen 230er Teil für 60.000 verkauft, ne? Und ich habe etwa Herstellkosten so 7, 8k, je nachdem wie die Mattkosten sind. Deswegen unter 8k verkaufe ich die nicht, ne? Ich habe bei den allermeisten Sachen, das kann ich euch nachher immer hart zeigen, ist es tatsächlich so, dass ich die für genau 8k verkaufe, dann bin ich halt an dem Punkt, wo ich gerade noch Gewinn mache, ne? Das ist halt echt eine krasse Angelegenheit, weil der Markt halt ja auf Antonia so umkämpft ist, dass das dann halt nicht mehr im Gewinnbereich bin. Deswegen haue ich so ein Threshold rein, 8k, unter Herstellkosten verkaufe ich das Ding nicht, also das fangen wir nicht an. Es gibt dann Leute, die gehen unter Herstellkosten, wo ich mir denke, ja, ihr verkauft es zwar dann, ihr seid die günstigsten, aber jetzt ist halt der Markt komplett am Sack. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob die ihre Mats noch günstiger kriegen als ich, aber das hat dann auch keine Gewinnspanne mehr da, ne? Das nutzt tatsächlich dann niemanden, meiner Meinung nach. Jetzt weiß ich nicht, wir haben, glaube ich, jetzt zweimal ein Goldcap weggeschickt, mit dem anderen haben wir 700k. Ja, mal gucken. Also ich glaube, wir sind... naja. So, jetzt haben wir hier nochmal 5, 4.
Muss ich bloß gucken. Ach, da hat mich noch mal jemand angeschrieben. Dem habe ich noch ein Item verkauft, ne? Teilweise bin ich auch so ein bisschen am gucken. Sodala. Jetzt schauen wir hier auf dem Twink noch. Und zwar, seht ihr das? Dieser Twink hier, mit dem bin ich alles Mögliche am Verkaufen. Zwischendrin sind mir auch ein paar Kortier-Kristalle hier. Da habe ich mal ein paar Kortier-Kristalle verkauft, weil ich einfach... Bei dem verkaufe ich alles Mögliche an Krampfzeug, ne? Also ihr seht, hier ist über Mats, was da drin ist. Da sind auch teilweise Runen dabei. Da sind dann Transmog-Sachen drin. Ich habe irgendwie ewig viele Gedöns im Auktionshaus. Warte mal, können wir das mal gucken? Seht, also da ist auch alles Mögliche an Transmog-Sachen drin. Da sind natürlich auch Mondpreise drin. Hier ist Cap, ne? Das hat TSM einfach als Preis irgendwie gespeichert. Und ja, das tue ich einfach über TSM alles reinhauen. Sind ewig viel Stuff und ab und an geht da ein bisschen was weg. Ich müsste mal gucken, wie viele Sachen habe ich denn jetzt noch im Auktionshaus. Langsam müsste es doch besser werden, oder? Nur noch 415 so Sachen. Ich hatte mal mit dem über 2000 Sachen drin, hauptsächlich Transmog. Das zieht sich tatsächlich. So, ich würde sagen, was wir da noch, schauen wir uns jetzt auch noch an, was wir da rausgezogen haben. Das dürften jetzt nicht die großen Beträge sein. 757 quasi Post-Items haben wir drin. Und ja, gucken wir einfach mal. Das meiste ist wahrscheinlich sowieso Mats, ne? Also kriegst du ja ständig irgendwelche Krimskrams Mats. Die größeren Sachen gucken wir jetzt mal, was wir da haben. Hier haben wir Verstärkungsrunen mal vertickt. Gucken, ob wir auch irgendwo einen Transmog oder sowas drin haben. Hier drei, das sind wieder Verstärkungsruhen. Die kriegst du über den Missionstisch so krass jetzt, ne? Die sind jetzt halt kaum mehr was wert. Ich habe jetzt schon angefangen, selber im Raid die Verstärkungsruhen immer reinzuhauen, weil ich habe so viele von denen, die sind ziemlich günstig. Und ja, scheiß drauf. Baller mal die halt durch. Was haben wir denn hier? Verfluchtes Andenken habe ich verkauft für 7600 Gold. Das ist aber, glaube ich, das neue verfluchte Andenken und nicht das aus Wortel. Das wäre wesentlich mehr wert, sondern das ist das aus dem Ding-Event. Wahrscheinlich hätte man hier sagen können, okay, das sparst jetzt noch 2 Jahre, dann ist das vielleicht 50.000 wert, aber ganz ehrlich, weg mit dem Dreck und fertig ist, ja, fertig ist. Na gut, also ich glaube, wenn wir hier 200.000 zusammenkriegen, dann können wir uns glücklich schätzen. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas Krasses dabei war. Es sind halt sehr viele Krimskrams, kleinen Viechermats, aber das summiert sich auch auf, ne? Wir haben jetzt schon, ja doch, 200.000 haben wir schon zusammen. Gucken wir mal hier ein bisschen fixer durchblättern. Hier, was haben wir da für 15.000 verkauft? Ach, schau mal, irgendwelche Armschienen haben wir für 15.000 verkauft. Das war wahrscheinlich bestimmt auch Transmog. 2x15.000. Hier, Zeng, das ist ein Pet, haben wir für 13.000 verkauft. So ein Auktionshaus-Ding aus WOD haben wir für 9.000 verkauft. Oh, jetzt geht der Chat hier oben schon durch. Jetzt muss ich schneller scrollen, weil sonst sehen wir es nicht mehr. Weil zu viele Items sind hier. Hier haben wir auch wieder irgendwelche Transmog-Sachen für 17.000 verkauft. Transmog verkauft sich halt ewig langsam, ne? Aber wenn du viele mal hast, ist auch, glaube ich, ein Transmog für 8.000. Verstärkungsrunen. Krams. Aber da seht ihr, da macht's halt die Masse, ne? Auch mit den Mats mache ich da ein bisschen was. Hier mal 1000, da mal 500, da mal ein bisschen was. Das summiert sich auf. Sind wir jetzt hier relativ schnell durch, aber sonst... Aber seht ihr, ich habe noch einen Tag, also ich muss jetzt... Ich muss morgen leider raus und wir haben schon 14:45. Also morgen wird ein harter Arbeitstag, das sage ich euch. Aber ich muss es heute jetzt noch aufnehmen, sonst ist mein Gold aus dem Postkasten raus. Ne, das war jetzt so just in time. So, ja, obwohl, ne, das waren jetzt hier 641.000 an wirklich dem Krimskrams, den ich einfach nur weghau für, dass meine Taschen mit dem Main und mit dem Twinks, wo ich halt unterwegs bin, quasi freies Inventar hab. Ja, ist doch auch ganz nice. So, jetzt logge ich die anderen Chars noch kurz durch. Und dann können wir mal gucken, wo wir jetzt am Ende stehen. Ich habe ja jetzt auf ein paar Chars auch Gold geschickt, ne? Dass wir da so ein bisschen einen Zwischenbetrag haben. So, ich würde sagen, wir notieren jetzt schon mal das Gold, was ich hier als Endstand habe. Und zwar sind das 7.773.000. Das kann ich mir sogar merken. Holy moly, was ist denn mit meinem Nummernblock? Spackt der? Springt dann rüber. Jetzt habe ich es vergessen. 4, 1, 2, 3, 7 und eine 3, okay. Da
sage ich nur, ich kann mir das merken, ne? Und dann spackt hier meine Tastatur rum. Irgendwie hat der Nummernblock mich da jedes Mal rüber gedingst. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem zweiten Account haben. Wie gesagt, wir haben ja noch die Mats, die müssen wir dann noch abziehen, ne? Also hier die 8,5, die müssen wir dann noch abziehen. Deswegen hier in Rot. Wait, blickt er das nicht? Ah, jetzt hat er es geblickt. Weil die habe ich ja theoretisch im Gegenwert noch rumliegen, ne? Aber, ja, da müssen wir halt gucken. So, jetzt sind wir bei dem nochmal eingeloggt. Jetzt nehmen wir das Gold mal hier raus, dass das dann auch aufgezeigt wird. Das haben wir. Das können wir fürs nächste Mal drin lassen. Oder nehmen wir es lieber raus, ne? Wenn ich das jetzt wieder in, sagen wir mal, in einem 4-Wochen-Zeitraum mache, nicht, dass es zu knapp wird. An den Hexer haben wir nichts geschickt und an den hatten wir noch was geschickt, ne? Bei dem müssen wir jetzt nur einladen. Was? Hier schreibt mir gerade einer, die Tabelle ist einfach sauberer aufgebaut als meine Informatikhausarbeit. Ja gut, das ist halt meine Goldtabelle, ne, dass ich so ein bisschen sehe, was ich in was für einen Zeitraum gemacht habe, um einfach ein bisschen abzuschätzen, okay, hat sich das rentiert, hat sich das nicht rentiert. Da waren ja am Anfang, seht ihr hier von der Expansion, da habe ich auch mal 18 Millionen plus gemacht. Das war nur in einer Woche, ne? Also hier waren es noch ein Wochenzeiträume. Jetzt mache ich längere Zeiträume. Ich gebe aber zu, ich bin nicht die ganze Zeit im Auktionshaus, ne? Ich bin jetzt am Raiden, bin am Plus-Spielen, bin Mounts am Collecten, Zeug am Machen. Also ich tue ein paar Mal am Tag reposten. Jetzt mit den Legendaries schon vor allem am Wochenende schon ein paar Mal öfter tatsächlich. Aber unter der Woche teilweise 1-2 Mal am Tag, ne? Damit gewinnst du leider nicht den Blumentopf. Am Anfang, als es so richtig heiß war mit den Legendaries, wo ich dann nochmal 18 Millionen in der Woche gemacht habe, da habe ich zwar schon noch ein paar andere Sachen in WoW gemacht, aber tatsächlich, du musst einfach im Auktionshaus quasi campen und immer wieder Reposts durchhauen. Das ist halt einfach das Game, ne? Wenn du ordentlich Gold machen willst, auf einem leeren Server sieht es vielleicht anders aus, aber auf einem vollen Server, du musst einfach permanent am AH stehen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Wir sind jetzt hier bei 47.932.000. 47, was haben wir gesagt, 932 war es, ne? Yes, Sir. Okay. Gut, dann sind wir jetzt wieder auf 55.705.000. Heißt, wir haben weniger als davor, aber wir haben ja noch die Hornbalk, die gut, ich für 8,5 Millionen gekauft habe, die sind keine 8,5 Millionen mehr wert. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ich warte jetzt einfach, vielleicht sind sie jetzt im Moment noch 7 Millionen wert, ne? Trotzdem wären wir damit auf jeden Fall im Plus. Aber ihr müsst auch noch mit einbeziehen, dass ich, was vielleicht das Größere ist, jetzt noch einen Warenwert von 14 Millionen im Auktionshaus habe. Und ich hatte davor mit dem Main nur die 168er Items und das waren halt vielleicht 600.000 oder 700.000 Gold, was die wert waren. Das waren halt alles so Low-Sachen, ne? Also diese 14 Millionen, die ich an Warenwert habe, was halt keine Mondpreise sind, das, wenn ich das jetzt nur abverkaufen würde, dann wäre ich auf jeden Fall dicke im Plus, ne? Die muss ich halt noch abverkaufen. Und dementsprechend passt es. Ich habe ehrlich gesagt mit wesentlich einem schlimmeren Ergebnis gerechnet. Das ist jetzt eigentlich relativ gut. Also wenn ich das eine Hornbalk-Investment raus hätte, wäre ich ja sogar ein paar Millionen im Plus zusätzlich, dass ich noch diesen riesen Warenwert im Auktionshaus habe, ne? Der sich jetzt halt nach und nach umsetzen wird. Das nächste Mal spielt das schon gar keine Rolle mehr, weil ich den ja Baseline quasi hatte und daraus quasi schon Gewinne ziehen kann. Aber das ist tatsächlich besser gelaufen, als ich dachte. Ich dachte, diese Investment-Geschichte haut stärker rein. Ich werde das jetzt mal erstmal noch ein bisschen halten und dann in den nächsten quasi kleinen Gold-Updates bzw. Gold-Tage-Booster noch ein bisschen drauf eingehen. Mal gucken. Ich habe zwei Optionen. Wenn er nicht, haltet so ein bisschen und werde es dann vielleicht verkaufen, wenn wir wieder höher im Preis sind. Oder ich tue nach und nach das Zeug selber konsumieren. Ich muss ja wahrscheinlich in der Expansion eh nochmal
einige tausend von den Hornbälgen selbst verbrauchen und habe dann einfach eine bisschen geringere Gewinnmarge in meinen Legendary Sales oder in den anderen Items und mache das dann halt so rum. Gut, damit wären wir dann tatsächlich am Ende. So einen richtigen Gewinn kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Wie gesagt, theoretisch vom liquiden Gold sind wir 4 Millionen im Minus. Wenn ich jetzt die Ressourcen noch dazu zähle, sind wir quasi, was haben wir hier, hatten wir die 14 Millionen. Das dann, ja gut, das, also es sind, das sind 18 wären das dann. Also wenn wir quasi die Ressourcen noch dazu zählen, dann wären wir 4 im Plus. Und wenn wir quasi die Auktionshausgeschichten auch dazu zählen, dann wären wir 18 im Plus. Ne? Aber das ist, so kannst du es halt nicht rechnen, weil das wird vielleicht auch nicht für den Preis rausgehen. Aber auf jeden Fall sind wir damit in einem guten Bereich. Ne? Jetzt muss ich halt weiter dranbleiben und dann müssen wir mal schauen. Gut, okay, damit beenden wir jetzt das Video. Mir wird hier schon vorgeworfen, dass hier Kollegen VWL und BWL-Flashbacks kriegen, wenn ich hier von liquiden Vermögen spreche. Ganz so in die trockene Thematik wollte ich jetzt auch nicht gehen. Auf jeden Fall hat sich das für mich rentiert. Das Investment mit Hornbikes war eine miese. Das will ich nochmal hier festhalten, aber ich zeige halt auch die Sachen, die schiefgegangen sind. Und die Sache mit den Runen, da habe ich ja nichts investiert. Die habe ich halt zum falschen Zeitpunkt verkauft. Das war halt auch eine schlechte Entscheidung. Vielleicht kann der ein oder andere da was mitnehmen, draus lernen. Mich würde es interessieren, was ihr so mit 9.1 quasi umgesetzt habt. Ob ihr da irgendwie aufs richtigere Pferd gesetzt hat, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Zum Beispiel, jetzt machen wir hier das mal weg, irgendwie ein Update. Zum Beispiel, was sinnig gewesen wäre, was man jetzt vielleicht als Schlusswort noch geben kann. Das Elethium war eine ganze Weile auf Antonidas bei, ich glaube, 50 Gold vor 9.1 und das ist jetzt hochgeschossen auf über 100 und teilweise war das auf 150 oder so, was dann natürlich auch eine Auswirkung hier auf den verzauberten Lithiumbahn hat. Gut, jetzt ist er wieder bei 250, eine ganze Weile habe ich den hier für 300, teilweise 350 kaufen müssen und damit sind die Kosten von den Schmiede-Items teurer gewesen als die Ledersachen, was die ganze Expansion andersrum war und zwar mit großem Abstand anders. Hätte ich auf Elethium gesetzt, anstatt auf Hornbike, ne, hätte ich einen riesen Gewinn gemacht. Aber, naja, ich dachte, wenn man fliegen kann, wird Erz günstiger und das Lederzeug nicht. Aber gut, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich verabschiede mich an der Stelle und dann sehen wir uns das nächste Mal in meinem kleinen Goldtagebuch wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.